werden nicht die Welt damit retten. Aber wenn wir ein, zwei, drei Einzelschicksale das Leben so ein kleines bisschen verbessern konnten, dann war das eine gute Nummer. Also die Idee für das Ganze kam eigentlich ursprünglich daraus. Man hat natürlich jetzt schon über mehrere Tage die Nachrichten verfolgt, hat so ein bisschen gesehen, was ist denn da eigentlich los, was passiert denn da gerade auf der Welt. Und das hat sich also zugespitzt, ne? Und man, am Anfang nimmt man das vielleicht gar nicht so ernst, weil man immer wieder wie was hört. Und dann hat sich das so zugespitzt und eines Tages bin ich dann von der Arbeit heimgekommen, habe mich gerade über das eine oder andere in der Arbeit quasi geärgert, weil das oder das nicht funktioniert hat und so die typischen täglichen Problemchen. Und dann kommst du heim und schaltest den Fernseher ein und siehst die Nachrichten und denkst dir, boah, also das kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt über diese Probleme ärgere und hier haben Menschen gerade existenzielle Probleme, die nicht wissen, ob sie morgen noch leben oder morgen ihr Haus noch steht. Ich muss irgendwas machen. Also die Tatsache, da zu sitzen und sich mich über meine Probleme zu ärgern, die war einfach nicht, das konnte ich nicht akzeptieren. Also in diesem Spanne war der Weiche, weil ich da du. Ja, das Ganze ist eigentlich über den zusätzlichen Mitfahrer, den Florian Sacher, gegangen. Also der ist mit dabei gewesen und der hatte da einen Kontakt zu einem Pfarrer. Und der Pfarrer, der Richard Simon, der ist in der Pfarrgemeinde in Winzer, das ist bei uns eine kleine Ortschaft, die in der Nähe ist. Und der hat da einen Draht zu einem Bistum in der Ukraine, also zum Kirchenbistum. Und da, über das ist das eigentlich gegangen. Ja. Und die haben da diese Sammeltransporte auf der polnischen Seite der Grenze organisiert, dass da alles zusammenkam. Und dann sind ja von ganz Deutschland sind ja da die Spenden hingekommen. Das heißt, wir haben direkten Draht zu dieser Organisation, zu dem Bistum in der Ukraine eigentlich gehabt. Und uns war halt auch wichtig, dass die Sachen halt direkt in die Ukraine reingehen und auch die Medikamente und so, weil man halt auch schon mitbekommen hat, dass die Krankenhäuser teilweise Medikamentenengpässe haben. Ja. Und deswegen war uns das halt extrem wichtig, dass das direkt in die Ukraine reinkommt. Und deswegen war dieser Kontakt auch absolut zwingendermaßen notwendig, um das überhaupt zu realisieren. Witzigerweise, und jetzt kommt der Clou, dass vor meinen Videos hin und wieder Werbung eingespielt wird, das ist ja normal, und dann ganz oft Meindl-Schuhe kommen. Ja. Und dann meinen die Leute immer, ich habe was mit denen zu tun. Auch noch, ja. Habe ich aber nicht. Allround-Talent. Mir passt der Schuh nämlich nicht normal. Ich tue ja auch gern wandern und Berg gehen. Ne? Und mir passt der Meindl-Schuh nicht. Es wäre natürlich toll, wenn mir der passen würde. Ja. Dann haben wir mal Lust auf den Kaffee. Auf euch. Tschüss. Also es war eigentlich verblüffend, wie viel Anteilnahme wir auf dieses Projekt bekommen haben und wie positiv die Leute reagiert haben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht einmal im Ansatz mit so viel Zuspruch gerechnet gehabt. Das Ganze hat relativ schnell irrsinnige Eigendynamik bekommen. Von der Idee, irgendwas zu tun, zu helfen, meine Reichweite aus einem anderen Bereich auszunutzen oder zu benutzen, in dem Fall für einen guten Zweck, das ist ja immer so eine Sache, da weißt du ja nicht, naja, kommt das jetzt gut an oder ist es ein totaler Reinfall. Aber es war so viel mehr Zuspruch und Unterstützung von sämtlichen Seiten, das war eigentlich überwältigend, das war in keinster Weise vorherzusehen. Und die Eigendynamik, die dann entstand, durch zum einen die vielen Spenden, wir haben innerhalb von 14 Stunden 20.000 Euro Spendengelder bekommen. Ich hätte nie im Leben mit so einer Zahl gerechnet. Und dann wurde natürlich auch die Verantwortung immer größer. Ne? Weil wenn das jetzt 2.000 Euro gewesen wären, dann wäre das einfach gewesen, die in meinem Sprinter zu verteilen. Aber so haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir keinen Platz haben für die ganzen Güter. Und somit brauchen wir quasi wieder Leute, die uns beim Transport helfen. Und somit sind dann letztendlich, sage und schreibe, 6 Transporter und 1 7,5-Tonner dabei entstanden, die diese Hilfsgüter, die wir dann bei diversen Geschäften gekauft haben. Zum einen haben wir hier unseren Edeka Kalischko gehabt und wir haben die Apotheke in Vilshofen, die Marienapotheke gehabt.
So, jetzt sind wir mal auf dem Weg zu Edeka. Wir haben jetzt den ersten Sprinter schon vollgeladen. Meinen, der steht noch in der Firma, der ist jetzt nur mit Sachen voll, die quasi Leute gebracht haben und die Schlafsäcke, die ich bestellt habe für knapp 1600 Euro. Hinter uns ist jetzt der Jochen und der Jörg, die haben einen Crafter. Den laden wir jetzt schon mal bei Edeka voll. Später kommen noch zwei weitere Transporter und ein 7,5 Tonner, den wir vermutlich nur mit Wasserpaletten voll kriegen. Ich kann mich schon mal eine Stunde stillhalten und dann wird mir übel. Dann muss ich mich bewegen, das hilft nicht. Ich muss immer Vollgas geben. Das kenne ich. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, die Auswahl der Hilfsgüter ist natürlich extrem schwierig. Zum einen ist die Frage, was brauchst du? Was brauchen die Bedürftigen und was ist sinnvoll, was ist nice to have und ne, das ist so im Endeffekt, oder was hält auch überhaupt, ne, also das brauchst du irgendwas, was nicht schlecht ist, bis es da an der Hilfsperson an der Person, die es braucht, ankommt. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Also wir haben uns auch im Endeffekt auf Grundnahrungsmittel teilweise wie Wasser spezialisiert. Wir haben fünf Paletten Wasser transportiert, stilles Wasser, weil auch das Wasser knapp wird. Wir haben Mehl, wir haben Zucker, wir haben abgepacktes Brot, Konserven, alles, was halt lange hält und was das Überleben sichert. Mein Bezug war letztendlich die Sabine, die Chefin von dem Edeka Kalischko, die kennen wir über ein paar Ecken und haben gesagt, wir machen da eine Aktion und wir haben jetzt schon 2000 Euro zusammen. Dann hatte ich gesagt, ja, alles easy, das haben wir im Laden, braucht dann, ist alles gut, kommt da vorbei. Und dann wurde es dann so viel und dann ist die auch nervös geworden. Dann haben wir das extra vorab bestellt und das war aber super organisiert. Dann haben wir festgestellt, okay, wir waren noch weg vom Budget, wir hatten noch Geld übrig und dann sind wir rein mit den Einkaufswägen wie die Irren und haben den Laden leer gemacht. Dann haben wir noch Priorität 2 und 3 Sachen gekauft, wie Süßigkeiten, Traubenzucker, auch Tabak haben wir mitgenommen. Auch Alkohol. Also ich denke mir, wenn ich jetzt da auf der Flucht wäre und da irgendwie 48 Stunden geflüchtet wäre und meine Nerven am Boden liegen und ich Raucher bin, ja, dann wär ein Stempelchen Schnaps und 2 Zigaretten schon ganz cool. Ne? Und deswegen haben wir das auch mitgenommen, um quasi einfach auch das Wohlergehen der Leute so ein bisschen um sich darum zu kümmern und bis hin zu Hygieneartikel, Masken, Desinfektionsmittel, alles Mögliche haben wir halt letztendlich organisiert. Ja, wir müssen so viel wie möglich. Ich glaube, dass wir das mit Budget aus. Ja, das ist das Wichtigste. Wir müssen das komplette Budget ausschöpfen. Wenn der da ist, sagst du mir das. Post, ne? Ja. Unserer kommt erst noch. Aber müssen wir kurz den Platz räumen, dass die abladen können. Flo, bevor das vom Gewicht her. Ja, da klingt noch was rein. Das haben mindestens 3 Tonnen. Hey, Flo. Da haben wir jetzt ja noch mehr einen Sprinter und einen Bus. Wir haben den Sprinter noch einen Platz. Und einen Bus haben wir. Schau, wir haben voll den Bus noch. Wir wollen nicht mehr ihn jetzt leicht, aber das wohl Bruses. Also die Planung der Tour war insofern relativ simpel, durch das, dass A, die Ukraine jetzt nicht irrsinnig weit weg ist und wir alle und auch ich es gewohnt waren, viel durch Europa zu fahren, durch meine normalen Berufstätigkeit. Und von dem her, es waren, sagen wir mal, 1000 Kilometer einfach bis zur ukrainischen Grenze. In Höhe Lemberg, so in dem Dreh ist es ungefähr, an der ukrainischen Seite. Und dann sind wir im Endeffekt runter bis nach kurz vor Wien, dann fährst du rüber nach Tschechien, nach Brünn. Da bin ich quasi noch zu Hause, weil ich sehr viel in Brünn bin auf der Rennstrecke.
Und dann habe ich quasi die Hälfte der Strecke mehr oder weniger im Bereich des, wo ich nicht einmal ein Navi brauche. Und dann sind wir quasi hoch Richtung Polen und haben an der fast polnischen Grenze quasi eine Nacht geschlafen, in Ostrava. Und da waren wir alle im Hotel, haben ein günstiges Hotel organisiert, dass wir zumindest unsere 6-7 Stunden Schlaf zusammenkriegen, damit wir dann am nächsten Tag, wo wir dann quasi an die Grenze fahren oder die Hilfsgüter abladen in Landshut, hat diese Ortschaft geheißen, wird zwar anders geschrieben, aber man spricht das Landshut aus, ganz komisch gibt es bei uns auch, dass wir da zumindest fit sind. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, eine Nacht dort schlafen. So, wir sind jetzt am Morgen nach dem Hotelaufenthalt hier in Ostrava. Das ist an der, wie schon gesagt, an der polnisch-tschechischen Grenze. Du musst uns dann aber bitte deine Kontonummer noch schicken. Ne? Ich habe ja gar kein Konto, ich habe ja nur eine Schwarzgeldtasche. Nein. Nachdem wir unsere Hilfsgüter abgeladen haben, noch ein paar kleinere Hilfsgüter quasi aufgehoben, ein paar Capri-Sonnen und Süßigkeiten für Kinder, weil wir wollten halt noch direkt zur Grenze hinfahren. Und da wurde es dann eigentlich kompliziert, weil die Vorstellung, dass man da irgendwo in einen Stau reinkommt, der vielleicht uns selbst in Gefahr bringt oder auch irgendwie diverse Unruhen noch zusätzlich fabriziert, was wir da machen, ne? Um da, sag ich mal, Rettung zu behindern, so, das wollten wir natürlich nicht, das war nicht unser Plan. Also mussten wir quasi so sensibel wie nur möglich vorgehen zu der ganzen Sache. Und letztendlich haben wir dann mit Google Maps rausgesucht, wo sind Grenzübergänge, die klein sind, ländliche Grenzübergänge, wo aber auch Bedarf ist und wo jetzt aber nicht über die Autobahn, wo du noch nicht mehr umdrehen kannst oder im Stau stehst und so. Und das war eigentlich der Plan, da hinzufahren. Und Menschen, die dort an der Grenze ankamen, quasi direkt zu versorgen mit ein paar Süßigkeiten, was zu trinken. Und letztendlich, wir wussten nicht, ob da Bedarf ist, aber wir haben natürlich auch geplant oder vorgehabt, im Worst Case, jemanden von der Grenze mit Richtung Westen zu nehmen. Ich nehme zwei mit, oder du sagst einen. Der Schreiber Breslau. Ja, oder möchtest du vorstellen? Ja, wer ist am besten? If I may suggest, these are kids, so you would have to separate them. Also ich nehme jetzt zwei Kinder mit und eine Mutter Richtung Breslau. Und in der Gegend von Breslau lasse ich die raus. Da wohnt anscheinend die Tochter oder die Verwandtschaft halt eben. Und ja, alles gut. Jetzt war ein bisschen im Transporter natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil mit zwei Kindern vorne, es sind nur zwei offizielle Sitzplätze, aber das ist jetzt egal. Wird schon irgendwie gehen. Also im Moment ist es nur handeln und nicht überlegen und denken, einfach tun. Und wir sind jetzt happy, dass man auf jeden Fall sich gelohnt hat, noch bis hierher zu fahren, was ja die letzte Stunde ja Desaster war eigentlich von der Fahrt eben. Bin schon jetzt stolz eigentlich, dass das alles so klappt. Also wenn du Richtung Grenze fährst, dann ist das ein komisches Gefühl. Weil du weißt, da ist Krieg. Und das ist ein realistischer Krieg. Also das ist nichts, was dann mehr weit weg ist, sondern du fährst darauf hin und du siehst auf den Autobahnen Militärkonvois, du siehst Flughäfen, die voll sind mit Militärflugzeugen. Du weißt, du bist jetzt da relativ nah. Realistisch betrachtet weißt du eigentlich aber auch, dass du dich auf der polnischen Seite in keine Gefahr begibst. Also das ist ja immer so diese... Das Reptiliengehirn hat ja auf einer Seite so ein bisschen Angst, aber wenn man dann natürlich darüber nachdenkt, weiß man, okay, das Autofahren ist vielleicht jetzt gerade noch gefährlicher. Aber es ist ein komisches Gefühl und auf der anderen Seite überwiegt aber, dass du natürlich irgendwie versuchst zu helfen, deine Hilfe anzubieten, weil du in dem Fall der Souveräne bist, weil du zum einen eine Kreditkarte hast, die ein gewisses Limit hat und du kannst jetzt hier den Sprit bezahlen, vorausgesetzt, es gibt noch einen. Das ist übrigens auch eine interessante Geschichte. Wir waren an einer Tankstelle an einer Autobahnraststation, die hatte keinen Diesel mehr. Da gibt es keinen Diesel mehr. Diesel ist leer an der Tankstelle, ne? Gibt es leer? Hey, Diesel ist leer hier. Gibt es keinen Diesel mehr? Die sind ja vorhin in der Bucht gestanden.
Wahnsinn. Wir sind jetzt hier ungefähr 80 Kilometer vor der ukrainischen Grenze und an dieser Tankstelle gibt es keinen Diesel mehr. Kannst du nicht mehr tanken? Flo, wie schaut es denn aus, hast du den Birnl schon tauscht? Ja, wir haben gerade eine Tanne. Die Eindrücke dann an der Grenze waren strange. Zum einen hast du das Gefühl, dass das Wetter schlechter ist, als es eigentlich ist. Es ist so ein Druck über dir, es hängt so wie so eine dicke schwarze Wolke, als wenn du den Himmel nicht mehr sehen könntest. Also ganz komisch. Du siehst diese Hilfszelter, diese komisch roten, mit Sauerstoff aufgepumpten Zelte. Du siehst viel Polizei aufkommen, du siehst Helfer, die Suppen und warme Küche für die Flüchtlinge vorbereiten. Und du siehst natürlich auch die Flüchtlinge. Und das ist eigentlich das Schlimmste daran. Und du siehst zu 90% Kinder und Frauen. Du siehst keine Männer, weil die dürfen nicht ausreisen. Ja, wir haben jetzt gefragt, ob wir irgendjemand mitnehmen sollen. Die sagt jetzt, dass im Moment nach Deutschland von hier keiner muss. Und wir sollen jetzt zu einer 5 Kilometer entfernten Station fahren, da wo die untergebracht sind, und sollen danach fragen, ob da Bedarf besteht, weil wir könnten ja quasi 6 Leute mitnehmen. So, wir müssen jetzt die Frau mit dem Kind mit nach Krakau nehmen. Das hat sie angeboten. Bianca muss dann mit dem Flo mitfahren. Das glaube ich überlebt. Das überlebt sie. Also, als wir dann mit Sack und Pack und quasi Menschen, fremden Menschen, flüchtenden Menschen Richtung Auto gegangen sind, waren eigentlich es waren lauter harte Jungs, die bei uns dabei waren. Ne? Also der eine war im Afghanistan-Krieg zweimal. Ich bin jetzt auch nicht so nah am Wasser gebaut, aber das war schon ein harter Moment. Ja? Also so die Tatsache, wir haben uns dann auch nicht mehr großartig verabschiedet. Es war dann, jeder ist in eine andere Richtung gefahren. Die anderen drei sind nach über Breslau gefahren und wir sind über Krakau gefahren, um die quasi zu den Verwandten und Bekannten zu verteilen. Und dann war das relativ schnell vorbei. Und der Moment, wie ich dann mit den zwei im Auto saß, war komisch. Also ich wollte natürlich, ich hatte eine irrsinnige Verantwortung. Weil ich natürlich, ich meine, die Vorstellung, die flüchten vom Krieg und dann passiert denen was in meinem Auto, weil ich quasi in den Graben runterfahre, das ist ja unvorstellbar. Ne? Also bist du hochkonzentriert, du bewegst das Auto so sanft wie möglich über diese kaputten Straßen und denkst nur so, oh, hoffentlich geht es dem gut. Ne? Und dem Jungen habe ich dann mein iPad in die Hand gedrückt und Zeichentrick Videos auf YouTube eingeschaltet, dann wurde der schon, ich habe ein paar Süßigkeiten noch dabei gehabt. Ja, und es war schon ein sehr emotionaler Moment und als ich die dann zu ihrer Freundin gebracht habe, die sind sie natürlich in die Arme gefallen, aber man hat schon gemerkt, dass die Frau jetzt trotzdem nicht happy war, logischerweise. Also die war nicht huhu, ne? Sondern das war so, ja, besser als nichts jetzt im Moment, ne? weil die wollte da auch nicht hin, die wollte eigentlich zu Hause sein. Und das hast du gemerkt. Und sie musste ihren Mann in der Ukraine lassen, das hat sie mir gesagt. Und das ist schon nicht ohne. An dieser Stelle muss ich mich bedanken an das ganze Team, das sich zur Verfügung gestellt hat, an die Leute, die furchtlos mit uns mitgekommen sind und ihre Hilfe zur Verfügung gestellt haben und tatkräftig und mit wirklich irrsinniger Energie an der Sache mitgewirkt haben. Und natürlich muss man ein großes Riesendanke sagen an alle Spender, die wirklich selbstlos teilweise sehr, sehr viel Geld gespendet haben. Und ohne das wäre das nicht möglich gewesen. Und das schätze ich sehr. Und das macht auch Spaß zu sehen, wie eine Community, die jetzt aus einem ganz harten Sport kommt, dem Motorradmotorsport, aber auch ein weiches Herz hat. Und da muss man auf jeden Fall Danke sagen. Und ich bin froh, dass wir das Projekt gemacht haben, einen kleinen Teil zu der ganzen Sache beigetragen zu haben. Wir werden nicht die Welt damit retten,
Aber wenn wir ein, zwei, drei Einzelschicksale, das Leben so ein kleines bisschen verbessern konnten, dann war das eine gute Nummer.